Hey, ich bin Jim von Supportnet. Heute zeige ich euch die neue Kingston HyperX SSD mit 240 GB Speicherkapazität. Ihr seht hier die Retailbox. So findet ihr sie wahrscheinlich auch im Laden. Ist eine sehr interessante Box, weil ihr habt viele Extras da drin, die nicht standardmäßig bei jeder SSD dabei sind. Machen wir sie mal einmal auf. Da sehen wir zum einen erstmal gut den Standard-Installationsguide, also Handbuch. Es ist kein extra Handbuch integriert in die Box. Ja, man nutzt sie ja sowieso bei Festplatten sowieso sehr selten. Das heißt, dafür ist das besser geeignet. Hier sehen wir das Schmuckstück, die HyperX von Kingston. Also das Design ist wirklich sehr interessant. Hat so einen Metallic-Look. Hier sehen wir die Anschlüsse, die Standard-Zielrate-Anschlüsse, die Schraubenplätze für die kleinen Schrauben für die Halterung des Notebooks oder des 3,5 Zoll Schachtes. Ich lege mal kurz die Platte zur Seite. Dann sehen wir weiter, wenn wir das Ding umdrehen, dieses Plastikding hier, dann sehen wir, dass der Einbaurahmen für einen 3,5 Zoll Schacht, also für einen PC oder Desktop-PC oder auch Tower-PC, also ein Stand-PC. Und hier sind natürlich auch Schrauben dazu. Also wir haben einmal die normalen Notebook-Schrauben und für den 3,5 Zoll Schacht die großen Schrauben für eben, wie gesagt, Desktop-PCs zum Beispiel. Diese Schutztasche geht zur Seite. Was interessant ist, dass wir noch ein USB-Kabel haben und hier ein Ciata-Kabel. Also das Interessante am USB-Kabel ist, dass man in diesem Kit automatisch die Möglichkeit hat, aus der SSD eine externe Festplatte zu machen. Das ist hier die externe Festplattengehäuse. Wir müssen einmal aufmachen. Sehen wir hier, das ist das Gehäuse. Auch sehr interessant designt. Hat auch diesen Metallic-Look. Finde ich insgesamt nicht schlecht. Hinten, also auf der Unterseite, sieht es ein bisschen stark nach Plastik aus, leider. Aber wie gesagt, es ist im Bundle zusammen, ist nicht schlecht insgesamt. Wenn ihr hier eine Festplatte einbauen wollt, ist es recht einfach. Ihr zieht hier auf, ihr macht das, diesen Schaft hier, zieht hier auf. Genau, habt zwei Teile. Nehmt die HyperX Kingston und steckt sie direkt hier rein. Natürlich mit den Anschlüssen. Hier rein. Es rastet ein und ihr schließt sie wieder, die Hülle. Und lockt das Ganze. Und schon ist es eine externe Festplatte, die ihr problemlos überall benutzen könnt. Ein kleiner Haken oder ein kleines Manko dabei ist, dass Kingston nicht an eine heutzutage neuere Variante, die USB 3.0 Variante gedacht hat, die ja definitiv noch schneller wäre als die USB 2.0 Variante. Das heißt, ihr könnt die volle Leistung der Festplatte mit im externen Modus nicht ausschöpfen, mit diesem Gehäuse zumindest. Natürlich könnt ihr noch extern noch ein anderes Gehäuse kaufen, das ist euch überlassen. Wir nehmen mal die Festplatte raus. Und ziehen wir es raus. Genau. So, was gibt es noch? Auch interessant ist noch ein kleiner Schraubenzieher-Set. Kleines Schraubenzieher-Set mit zwei Schraubenzieher-Bits, die ihr einfach hier vorne reinsetzen könnt. Und schon habt ihr einen passenden Schraubenzieher, um eure neue Festplatte in euren Rechner oder euer Notebook einzubauen. Ihr habt einmal einen Kreuzschraubenschlüssel und einen Schlitzschraubenschlüssel. Checken wir die mal wieder hier rein. Super. Ja, wir können es gleich rausnehmen. Das war eigentlich alles, was in der Box ist. Ich nehme mal kurz zur Seite.
wie gesagt, das ist das Hauptprodukt, die HyperX Kingston. Und wie gesagt, sie ist wertig gebaut. Also von außen sieht sie auf jeden Fall sehr wertig aus. Und wäre auch zu empfehlenswert. Nach unseren Tests kann man auch ganz klar sagen, dass sie auch sehr empfehlenswert ist in der Nutzung. Aber natürlich muss man auch sagen, also das Design sieht man danach im eingebauten Modus sowieso nicht. Das heißt, da ist es eigentlich irrelevant, was für ein Design hier oben ist. Aber für die Haptik und für das erste Mal anfassen ist es auf jeden Fall eine sehr wertige Festplatte. Wenn ihr wollt, schaut euch noch unsere anderen Tests an. Auch zu dieser Festplatte haben wir einen Benchmark gemacht, den wir auf unserer Seite veröffentlicht haben. Und dazu haben wir noch die kleine Variante davon, die SSD Kingston HyperX mit nur 120 GB, also nur mit Häkchen, mit 120 GB getestet und auch dazu einen Benchmark gemacht. Einfach mal reingucken. Und vielleicht wollt ihr ja doch eine Festplatte mit ein bisschen geringeren Speicher, oder ihr wollt eine Festplatte mit mehr Speicher, dann wäre diese mehr geeignet. Das war es mal von mir. Ich sage jetzt mal ciao und viel Spaß.